Hallo und herzlich willkommen. Wir sind beim Hangout on Air Fachgespräche im Rahmen der Collaboratory-Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft. Und heute haben wir einen besonderen Start, und zwar haben wir einen Vorfilm. Der dauert etwa 1,5 Minuten. Wir müssen ihn aber verteilt gucken, weil die Technik hier vom Hangout es nicht zulässt, dass wir das gemeinsam über dieses Fenster schauen. Deswegen poste ich jetzt mal in den Chat unten einen Link rein und würde alle bitten, sich dieses Video 1,5 Minuten lang anzuschauen. Ich bin 2 Minuten ruhig und dann nach diesem Vorfilm starten wir hier. Eisverkauf gibt's nicht. Bis gleich. Das sollten jetzt 2 Minuten gewesen sein. Für alle, die jetzt gerade eben dazugekommen sind, das sind laut Chat ein paar. Wir haben gerade den Vorfilm geguckt, der fasst in 1,5 Minuten das zusammen, über was wir jetzt in den nächsten, da schauen wir mal, 30, 40 Minuten reden wollen. Wir wollen eine Bilanz ziehen zur Arbeit in der Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft, offen, vernetzt, integrativ, und haben dafür drei Macherinnen hinter dieser Initiative eingeladen. Ich möchte jetzt erst einmal alle kurz vorstellen, dann steigen wir ins Thema ein und natürlich können Sie und könnt ihr auch sehr gerne Fragen und Kommentare einbringen über den Chat unterhalb dieses Videofensters. Erst einmal zu den Protagonisten, die wir heute dabei haben. Das ist erstens Barbara Zimmers. Barbara Zimmers wird es hoffentlich nicht für despektierlich halten, wenn ich sie für eine der Muttis der ganzen Arbeit hier bezeichne. Sie ist eine der Gründerinnen der OHU, das ist Maori für Arbeitsgruppe, Digitale Integration und Medienkompetenz im Rahmen der Collaboratory-Arbeit. Und aus dieser OHU werden wir gleich noch mehr hören, denn aus dieser OHU entspringt die Idee, die Initiative für dieses gemeinsame Arbeiten. Lernen in der digitalen Gesellschaft. Wenn sie nicht gerade hier ehrenamtlich aktiv ist, hat sie auch noch eine andere Arbeit. Sie ist Geschäftsführerin der Initiative D21 und versucht auch in dieser Funktion das Thema digitale Gesellschaft und das Thema Bildung ein Stück weiter zusammenzubringen, ein Stück weiter in die Gesellschaft bringen. Das tut sie, indem sie versucht, Bündnisse zu schmieden von Wirtschaft, von Politik und allen Menschen, die gerade dieses Thema eben betrifft. Also sehr schön, dass Barbara Zimmers bei uns ist. Als zweites haben wir dann Daniel Stemmler. Daniel Stemmler sitzt in Berlin und ist ein Projektleiter Wissensmanagement und E-Learning
was genau dahinter steht. Vielleicht kann er uns noch ein bisschen mehr gleich verraten. An der Quadriga Hochschule Berlin. Auch er gehört zum Kernteam dieser OHU und ist, ich glaube, ich kenne ihn seit ungefähr 12 Jahren, so im Kontext des Themas Lernen mit neuen Medien, neues Lernen mit Medien. Damit arbeiteten wir an der Uni Hamburg zusammen und er ist dem Thema treu geblieben und hat da einiges weiterentwickelt. Er wird uns insbesondere in den nächsten Minuten darüber berichten, was an Ergebnissen auch aus dieser Initiative entsprungen ist. Und siehe da, wir haben nicht nur Internet gemacht, sondern auch ein Buch. Darüber gleich mehr. Schließlich Christina, wenn Barbara Zimmers die Mutter ist, dann ist Christina die, oh, da will ich jetzt keine ganz schiefen Vergleiche suchen, ich frage sie vielleicht gleich selber. Offiziell ist sie die Koordinatorin der Initiative gewesen, das heißt, sie hat dafür gesorgt, dass die Leute gut ins Arbeiten kommen konnten, hat tatsächlich wortwörtlich Dutzende von Arbeitsgruppen zusammengeführt und dafür gesorgt, dass am Ende nicht nur das Buch dabei rauskam, sondern noch einiges mehr, was sie uns gleich vorstellen wird. Christina ist auch jenseits der Initiative Koordinatorin der ganzen OHU, also der Arbeitsgruppe, und wird uns am Ende des Gesprächs heute auch noch einen Ausblick geben, was denn da jetzt nach Abschluss dieser Initiative ansteht. So viel zu uns. Ich heiße Jöran Moos-Mehrholz, habe die Freude, das jetzt moderieren zu dürfen und werde auch der Vermittler sein zwischen unseren drei Experten und dem Chat, in den Sie Ihre Beiträge schreiben können. Den sehen Sie hoffentlich unterhalb dieses Fensters. Schauen wir mal. Ja, es haben schon Leute reingeschrieben. Andreas Link, Jörg Lora, Gast 706. Guten Morgen zurück an alle, die schon was geschrieben haben. Bringen Sie bitte Ihre Kommentare und Fragen da in den Chat ein. Es kann sein, dass es dann ein paar Minuten dauert, bis wir das aufgreifen. Vielleicht sammle ich erstmal 2 oder 3 Punkte und versuche das dann ein bisschen thematisch zu gruppieren. Ich versuche aber mein Bestes, dass kein Beitrag unter den Tisch fällt und wir am Ende alles besprochen haben. Soweit als Vorrede. Starten wir. Stellen wir uns jetzt erstmal vor, die Initiative und die OHU sind vielleicht nicht für alle, die hier jetzt beteiligt sind, ein Begriff. Und ich würde jetzt Barbara Zimmers erstmal bitten, uns zu erzählen, woher kommt das alles, wo hat es seinen Ursprung, was ist die Geschichte dahinter gewesen? Barbara, das Mikrofon geht an dich. Danke, Jöran. Wenn ich die Mutti bin, dann ist Christine vielleicht das Kindermädchen. Das wäre vielleicht die richtige Alternative, die alle Fäden in der Hand hat. Ja, wo kommen wir her? Seit 2011 sind wir aktiv in der OHU, was du schon gesagt hast, auf Maori AG, Digitale Integration und Medienkompetenz vom CoLab. Das ist also eine offene Vereinigung für unterschiedliche Themen der digitalen Gesellschaft. Wir kümmern uns mit den Leuten aus der OHU, dieser Kerngruppe, eben um das Thema digitale Integration und Medienkompetenz, weil alle Beteiligten in dieser kleinen Kerngruppe doch einen Hintergrund haben, um die digitale Gesellschaft zu fördern. Unterschiedliche Zielgruppen sind da allerdings im Fokus. Ja, dass die digitalen Medien einen stärkeren Einfluss haben auf unser Leben, das ist inzwischen bekannt. Darüber brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht zu diskutieren. Aber nicht jede und jeder in der digitalen Gesellschaft hat bisher die Möglichkeit gehabt, daran teilzuhaben, die Potenziale und Chancen vielleicht noch nicht so richtig erkannt. Und das ist eigentlich auch die Idee gewesen für diese Initiative innerhalb der OHU, digitale Integration und Medienkompetenz, sich einfach mal dieses Themas Lernen in der digitalen Gesellschaft zu widmen, mit unterschiedlichen Experten und Expertinnen aus verschiedensten beruflichen Hintergründen, aber auch aus unterschiedlicher Motivation heraus. Denn nur wer die Medien versteht, der wird sie auch sicher und kompetent anwenden können. Und ich glaube, wir sind momentan, ich spreche da jetzt auch als D21, in einer Situation, wo wir schon sehr viele ins Internet bekommen haben. 76% aller in Deutschland lebenden Bevölkerung nutzen das Internet, aber nur 38% wissen eigentlich kompetent, sicher und souverän damit umzugehen. Das war so unser Ansatz, einfach mal zu gucken, wie verändert sich eigentlich das Lernen mit den digitalen Medien, wie verändert sich auch das Lehren, was benötigt man, welche Chancen bietet uns das Internet etc. pp. Und ich denke, damit haben wir ein sehr umfangreiches Thema angestoßen, auch schwierig sicherlich zu differenzieren, wo machen wir jetzt die Grenze, was wollen wir noch diskutieren und nicht, weil wir auch ganz bewusst das auf die Zielgruppe offen gelassen haben. Vielleicht soweit erstmal in Kürze.
Vielleicht kannst du noch ein kurzes Bild zeichnen, wie so konkret die Arbeit dieser OHUA aussieht, wenn die jetzt nicht gerade eine Initiative mit 3 Monaten rasanten Voranschreiten mit ganz vielen Menschen aussieht, wie arbeitet die Gruppe dann? Ja, die OHU arbeitet durch regelmäßige Treffen. Christine muss mir da jetzt ein bisschen helfen. Ich habe das nicht mal ganz im Kopf. Ich meine, wir treffen uns 2 bis 3 Mal im Jahr, diskutieren über neue Ansätze, neue Herausforderungen, die wir im Bereich unserer Arbeit eben entdeckt haben. Wir haben 2 Themen schon mal stärker diskutiert, einmal das Open Educational Resources und das Thema Medienkompetenz-Wiki. Das waren 2 ganz konkrete Projekte, über die wir uns per E-Mail, per Hangout, per privaten Treffen dann einfach austauschen und gucken, in welche Richtung können wir gehen und wo gibt es eben neue Herausforderungen. Vielen Dank für den Einstieg. Wir leiten über von der Arbeit der OHU zur Arbeit der Initiative. Was genau ist die Initiative? Was wurde da von wem, in welcher Zeit gemacht? Ganz viele Ws, die jetzt an Daniel Stemmler gehen. Ich weiß nicht, ob man mich... Daniel, ich habe dich eine Sekunde lang gehört und dann nicht mehr. Okay, geht es jetzt? Jetzt müsste ich da sein. Okay, super. Ja, also die ganz kurz noch zu mir. Ich habe wirklich, wir haben uns vor 12 Jahren an der Hamburger Uni kennengelernt, Jöran und ich. Und hier an der Quadriga Hochschule bin ich seit Anfang des Jahres für die Bereiche Knowledgement und Digital Learning zuständig. Das sieht dann so aus, dass ich also Seminare und Workshops zu darum rankenden Themen gebe. Unter anderem findet am 13. Mai hier eine Tagung statt, ganz speziell für die Gruppe der Personaler, also Human Resources, und da geht es auch um die Zukunft Lernen zum Beispiel. Ja, aber so viel erstmal dazu und jetzt eigentlich erstmal zurück zur 7. Initiative, etwas zum Verlauf, zur Durchführung und wie sich diese 7. Initiative eigentlich zusammengesetzt hat. Also gestartet haben wir am 12. Oktober letzten Jahres mit einem Auftakt-Workshop, wo einfach ganz viele verschiedene Leute, die sich für die gerade von Barbara schon angesprochenen Themen interessiert haben, zusammengekommen sind. Das war beim BITS 21 e.V. hier in Berlin. Die haben uns freundlicherweise dort Obdach gewährt und einen Raum, dass wir uns austauschen konnten. Und da waren, glaube ich, ich weiß nicht, so 40 Leute, vielleicht auch ein paar mehr, die einfach ganz wild ihre Themen zu digitaler Gesellschaft, digitalem Lernen einfach alle reingeworfen haben in den Raum und wir haben dann versucht, Gruppen zu bilden. Am Ende sind dann ungefähr so 35 Expertinnen und Experten übrig geblieben, also was ich finde, was eine sehr gute Zahl ist, und es haben sich, glaube ich, jetzt stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch, aber ich glaube, es haben sich so 17 Gruppen haben sich gebildet, die zu verschiedenen Themen gearbeitet haben, die gereicht haben von Medienkompetenz, Beschäftigung mit Open Educational Resources bis hin zu Location-Based Learning und auch wie Lernen in 20 Jahren zum Beispiel aussehen kann. Und die Leitfragen, die uns damals, die uns geführt haben oder geleitet haben, wie das Wort schon sagt, war also, was bedeutet und benötigt Lernen mit digitalen Medien? Dann war es, welche Chancen eröffnet das Internet und welche konkreten Herausforderungen müssen wir eigentlich begegnen, wenn wir das Internet zum Lernen benutzen wollen. Und die einzelnen Gruppen haben dort eigentlich auf verschiedenen Ebenen Bedarfe formuliert, die sie an digitales Lernen in einer digitalen Gesellschaft stellen und haben ganz besonders an konkreten Lösungen dafür gearbeitet und haben einfach auch, also was ich eben schon angesprochen habe, mit der Zukunft einfach auch Perspektiven aufgezeigt, wie kann das mal aussehen oder wie kann gewissen Problemstellungen auch begegnet werden. Und wir haben einen ersten Teilabschluss-Workshop schon gemacht, in dem es so einen ersten Überblick gab über die Ergebnisse. Aber ich freue mich, dass am 8. April ganz offiziell der Abschlussband, also das Buch, von dem du vorhin schon gesprochen hast, Jöran, dass der dann veröffentlicht wird. Und ich bin auch einer der Herausgeber und habe also alles schon gelesen, habe mir alles angucken können en Detail und kann wirklich nur sagen, dass also wird ein super Buch werden, wo ganz viele neue Ideen drin stehen und auch nochmal in Teilen, ganz besonders so Medienkompetenz fällt mir jetzt gerade ein, nochmal so theoretisch fundiert werden, was ich sehr wichtig finde, weil das eine Grundlage bildet für den Umgang und Lernen im Internet oder mit den digitalen Medien. Ja, soweit erstmal von mir zu den
Verlauf, Durchführung und Zusammensetzung der sieben Initiativen. Danke dir sehr für den ersten Einstieg. Jetzt schauen wir uns an aus den Augen des Kindermädchens, weil eigentlich ist es schon ein bisschen mehr als ein Kindermädchen, weil es, die OHO ja schon ein bisschen erwachsen geworden ist inzwischen, würde ich mal sagen. Wir schauen aber erstmal tatsächlich, welche Themen denn da jetzt konkret bearbeitet wurden. Wir haben eben schon sowas gehört wie 16, 17 Arbeitsgruppen, also auf jeden Fall mehr, als man so als normaler Teilnehmer einen Überblick behalten konnte. Die einzige, die sie tatsächlich im Überblick behalten musste, war Christine. Deswegen würde ich Sie jetzt bitten, uns vielleicht nicht alle 17, aber insgesamt mit einem Überblick dazu nennen, was bearbeitet wurde. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, am Anfang war das wirklich viel. Daniel hat es schon angesprochen, bei unserem ersten Auftakt-Workshop kamen sehr viele Leute zusammen, die an dem Oberthema Lernen in der digitalen Gesellschaft arbeiten wollten und aber an unterschiedlichen Themen auch interessiert waren und motiviert waren, was zu machen. Es kristallisierte sich aber von den 17, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren tatsächlich so viele so Schwerpunkte heraus, die ich jetzt vielleicht noch mal kurz skizzieren will, die sich dann auch in unserem Abschlussbericht auch wiederfinden. Also wir haben zum einen so einen Grundlagenteil, der sich also auch mit Medienkompetenz beschäftigt. Also was braucht man konkret auf das Lernen bezogen? Was gibt es? Was braucht man überhaupt für Kompetenzen für das Lernen mit digitalen Medien, aber was gibt es, und das ist auch ein Umkehrschluss, was bekommt man sozusagen, wenn man das so sagen kann, durch das Lernen mit digitalen Medien? Das ist so eins. Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir so als Grundlagengruppe auch formuliert haben, der auch dann im Abschlussband auch als Grundlagentext auch formuliert ist. Dann gab es einen großen Bereich, der sich mit digitalen Lerninstrumenten beschäftigt hat und Formaten und Umgebungen. Das geht also auch in die Richtung, was für Instrumente werden zum Beispiel im Moment gebraucht. Also zum Beispiel Lernen mit Tablets und so weiter im schulischen Kontext, aber auch Umgebungen, wenn man in Richtung MOOCs schaut, also die Massive Open Online Courses, die es jetzt an vielen Stellen gibt und die immer populärer werden. Also es bilden sich, so konnten wir feststellen, doch sehr neue, innovative Lernumgebungen heraus. Eine sehr spannende Gruppe, aber auch ein sehr spannender Text, ist der Mehrwert digitaler Medien in der Schule. Also was, die haben sich also die Frage gestellt, diese Gruppe, was gibt es überhaupt für einen Mehrwert? Also haben sich dann konkret Projekte angeschaut, wo digitale Medien in der Schule schon eine Rolle spielen. Es gibt so prominente Beispiele, wir haben irgendwann festgestellt, jeder hat so sein persönliches prominentes Beispiel, also eine Handvoll, und haben das dann versucht, so ein bisschen zusammenzuführen und haben Interviews geführt und wollen auch durch ihren Text, aber auch durch einen Blog, der entstanden ist, lernzellen.de heißt der, so eine Anlaufstelle sein, wo man also sagen kann, dort kann ich hingehen und sagen, ich interessiere mich, möchte das selbst an meiner Schule machen und so weiter. Dort kann ich Antworten finden. Und dann hatten wir einen großen Bereich der sogenannten freien und offenen Bildungsmaterialien und Bildungsformate, also was ich schon angesprochen habe, die sogenannten MOOCs, aber auch es ging auch insgesamt um die veränderte Remix-Culture, wie es genannt wurde, und auch sehr verhältnismäßig viele Beschäftigungen mit Open Educational Resources, auch sehr kritische Beschäftigungen damit, ob das nur ein Hype ist oder und so weiter. Dann gab es, und das wurde ja auch schon angesprochen, die Zukunft des Lernens, also wie kann das in ein paar Jahren aussehen mit dem Wissen, was wir jetzt schon haben. Also es haben sich so Visionäre zusammengetan, die auf der Grundlage des Jetzt überlegt haben, wie könnte das in ein paar Jahren aussehen. Das ist so ein Schnelldurchlauf. Ich würde vielleicht noch gerne auf eine sehr spannende Gruppe, eher eine Grundlagengruppe eingehen wollen, in der auch Daniel aktiv gewesen ist, die Mediengrundbildung für pädagogische Fachkräfte. Das war auch ein Aspekt, um zu sagen, wir möchten uns nicht nur mit hochgestochenen Lernumgebungen beschäftigen, die nur wenige Menschen betrifft und die aktuell innovativ sind, sondern wir möchten gerne uns die Grundlagen anschauen. Und dahingehend ist eine sehr engagierte Gruppe, hat sich da zusammengetan. Und vielleicht kannst du, Daniel, noch was dazu sagen, das würde mich sehr freuen, weil das auch ein sehr, sehr gute Ergebnisse geworden sind. Mhm. Danke. Also,
Gerne, danke dir. Das war die Gruppe, wie Christine gerade schon sagt, also Mediengrundbildung für pädagogische Fachkräfte. Und wir haben einfach mal geschaut, was ist bisher eigentlich im wissenschaftlichen Kontext dort bisher schon gelaufen. Also wer hat sich damit eigentlich schon auseinandergesetzt? Was muss eigentlich dazugehören, wenn man pädagogische Fachkräfte, das sind Leute, die sozusagen entweder in der Hochschule lehren, die im Kindergarten sind, die in der Schule unterwegs sind, was müssen wir dort eigentlich, welche Inhalte müssen wir dort eigentlich vermitteln, damit die pädagogischen Fachkräfte ihr Wissen weitergeben können an ja, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir haben das versucht, so breit wie möglich aufzustellen und haben einfach die Literatur durchforstet und sind dabei auf 6 Dimensionen gekommen, wo wir sagen, die sollten wirklich in so einem Curriculum verankert werden und vorangestellt mit einer der wichtigsten Dimensionen ist die Selbstreflexion, also dass sich derjenige, die pädagogische Fachkraft selber damit auseinandersetzt, wie ist mein Umgang mit digitalen / sozialen Medien, wie ist meine Einstellung dazu und so weiter und so fort und haben das dann auf der Grundlage von diesen wissenschaftlichen Artikeln die Dimension gebildet und haben das versucht dann noch mit Beispielen zu belegen. Ich glaube, da befinden sich in dem Artikel, der in dem Buch sein wird, so 6 verschiedene Beispiele, die wir einfach angebracht haben, dass man sich auch ein Bild davon machen kann, wer hat das schon umgesetzt, wie ist das passiert und wie erfolgreich läuft das einfach. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft dort auch noch weiter, vielleicht auch über das Medienkompetenz-Wiki, dort weitere Projekte einstellen können, die sich dann, die wir an diesen 6 Dimensionen bemessen werden. Und wünschenswert wäre es, schön wäre es, wenn man einfach mal beispielhaft eine dieser Dimensionen hernehmen würde und vielleicht in einem Curriculum umsetzen kann und einfach mal schaut, wie das Leuten überhaupt beigebracht werden kann. Also ganz zielgruppenspezifisch, weil für eine Erzieherin sieht das sicherlich anders als für einen Hochschullehrer aus. Danke für den Überblick. Mögt ihr nochmal konkretisieren, die 35 Leute, die dort mitgearbeitet haben? Ihr sagt halt jetzt, das sind Leute aus allen Bereichen gewesen. Das kann man sich da konkret drunter vorstellen. Was umfasste das Spektrum da? Christine, willst du oder? Daniel, du kannst gerne was dazu sagen, wenn du möchtest. Also, ja. Also es waren unterschiedliche Leute. Also es ging so ein bisschen auch aus dem Collaboratory-Gedanken heraus, dass wir uns Leute im Bildungsbereich, hört sich sehr schwammig an, aber wirklich versucht haben, von vornherein Akteure zusammenzubekommen, die sehr, also in unterschiedlichen Arbeitsbereichen sind, ja, und möglicherweise gar nicht miteinander zu tun haben. Nicht falsch verstehen, aber die Medienpädagogen treffen immer auf Medienpädagogen und so weiter. Da möchte ich mich ja gar nicht ausschließen. Und wir haben versucht, von vornherein Wissenschaft zusammenzubringen, Zivilgesellschaft, Leute, die in Verbänden arbeiten, in der Wirtschaft tätig sind, Unternehmen tätig sind, in NGOs und so weiter, die also gleich von vornherein an den Ideen gemeinsam drehen, ja. Und da auch ihre Expertisen von vornherein zusammen einbringen können. Das ist auch, wie gesagt, das ist der ein bisschen auch der Multi-Stakeholder-Ansatz, den das Collaboratory auch verfolgt. Und das denke ich, sind wir auch, glaube ich, die ganze Zeit auch ganz schön, also gut treu geblieben, dass das auch so bleibt. Ja, also wenn ich noch ganz kurz ergänzen darf, also dieser interdisziplinäre Ansatz, den wir gefahren haben, der war wirklich also sehr, habe ich sehr begrüßt, weil man dadurch sehr viele unterschiedliche Perspektiven einfach auch kennengelernt hat und mitbekommen hat. Und zum Beispiel bei einer Gruppe, die sich mit der Zukunft des Lernens beschäftigt hat, wie das so in 20 Jahren aussehen kann, also Google Glass und Co., um hier nur mal so ein Wort in den Raum zu werfen, da waren halt gerade, da war sozusagen ein großes Unternehmen mit der Magenta-Farbe als Symbol sowie eine Hochschule beteiligt und ein Zukunftsforscher, der selbstständig ist. Und einfach diese Konstellation fand ich einfach sehr interessant, weil dadurch ganz unterschiedliche Welten aufeinander gekommen sind. Und ich finde, das Ergebnis beleuchtet es einfach von so unterschiedlichen Seiten, dass es sehr facettenreich ist, was am Ende dabei herausgekommen ist. Und es macht einfach Spaß, das zu lesen.
jetzt die Frage entscheidend ist, was hinten rauskommt, in dem Fall nach den Ergebnissen. Vielleicht ist es in dem Fall auch gar nicht so die entscheidende Frage, weil natürlich auch diese Zusammenarbeit von den Menschen, von denen ich es mitbekommen habe, eine wichtige Erfahrung, wichtige Kontakte, wichtige inhaltliche Sachen hervorgebracht haben. Jetzt aber schauen wir mal auf die Ergebnisse. Christine, magst du uns einen Überblick geben, was man jetzt im Rest der Welt von den 35 Menschen, die dort zusammengearbeitet haben, lernen kann? Also dem Rest der Welt, ich warte jede Minute auf die Finale, dass ich die finale Freigabe für den Abschlussbericht geben kann. Insofern ist das tatsächlich das Hauptprodukt einer jeden Initiative innerhalb des Collaboratory ist ein Abschlussbericht, der die Arbeit nochmal bündelt. Und wir haben uns den Luxus genommen, da muss ich doch ein bisschen ausholen, Entschuldigung, im wahrsten Sinne. Wir haben uns den Luxus genommen und haben, sieht man das, und haben für die Abschlussveranstaltung, die wir gemacht haben, am 30.01. Schon mal eine Tagungsbroschüre gemacht, die man sich auch herunterladen kann auf lernen.collaboratory.de, genau. Und da sind Abstracts drin, Zusammenfassungen und eine Art Vorschau des am 8.04. erscheinenden Berichts, weil wir gerne schon mal ein bisschen uns noch mehr Arbeit machen wollten. Nein, aber ich meine, das ist sozusagen eine Vorabschau, die die Sache schon mal in erster Linie bündelt, was wir gemacht haben. Weil es wurde ja auch schon deutlich, dass wir sehr unterschiedliche Themen hatten und das soll sozusagen als Dach auch schon mal funktionieren. Das ist das eine. Es befinden sich im Band Grundlagentexte, aber auch, es geht auch in Richtung Konzepte, die erarbeitet worden sind. Empfehlungen sind auch im Band enthalten, wo man also sagen kann, dort sehen die Expertinnen und Experten tatsächlich Handlungsbedarf. Das sprechen sie als Empfehlung aus, dass man, darauf würde ich vielleicht später nochmal kurz eingehen, was an diesen Stellen eben in der Arbeit aufgefallen ist. Das als Hauptprodukt an digitale Produkte, ich hatte es schon angesprochen, ich sehe auch, dass Melanie unbekannt im Chat und im Hangout dabei ist, ist ein sehr schönes Produkt, denke ich, ein Blog, der entstanden ist, lernzellen.de, den ich vorhin schon angesprochen habe, also ein Blog, der verschiedene Projekte, die sich mit digitalen Medien in der Schule beschäftigen, bündeln und die vorstellt. Das kann man auch sich anschauen unter lernzellen.de, wie gesagt. Weiteres Produkt, das kann man ja auch so sagen, sind die Fachgespräche on Air, da wir versucht haben, eben nicht nur das Textliche dieser Arbeit darzustellen, sondern auch die Themen, die unterschiedlichen Expertengruppen gehabt haben, in die interessierte Öffentlichkeit zu bringen. Und da ist sozusagen das letzte Fachgespräch gelaufen. Man kann sie sich natürlich weiterhin anschauen. Es sind viele kleinere Sachen entstanden, zum Beispiel Interviews mit Visionären, ein sogenanntes Big Picture, das hatten wir letzte Woche auch nochmal uns explizit angeschaut. Auch ein Medienquiz mit Augenzwinkern, was man sich auf unserer Homepage und auf unserer Website anschauen kann, wo man also am Ende vielleicht dann doch überlegt, geht es überhaupt um die Frage, muss ich eine Checkliste für Medienkompetenz haben oder nicht? Das wäre so eine Rundumschau um die Ergebnisse. Und genau. Danke dir dafür. Möchtet, bevor wir nochmal auf weiter in die Zukunft schauen, möchtet ihr nochmal vielleicht auch eure persönlichen Highlights zusammentragen? Also vielleicht eine Sache, die nicht unbedingt jetzt stellvertretend für alles stehen muss, sondern eine Sache, wo ihr sagt, das ist was, wo ihr wahrscheinlich auch in 2 Jahren noch wisst, dass es im Rahmen dieser Initiative entstanden ist. Wollen wir vielleicht einmal reihum machen und versuchen mit Barbara zu starten? Also was ich besonders schön fand, ist, dass man wirklich mal die Leute zusammen hatte aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das ist ja erstmal kreativitätsfördernd und es gibt auch immer noch wieder Varianten, wo man doch das ein oder andere Tool neu für sich auch persönlich kennenlernt. Ob das jetzt, was wir jetzt machen, das Hangout ist, das habe ich von einigen gehört, dass die es zum ersten Mal so gemacht haben, so gelernt und sich ausgetauscht haben. Und ich glaube, da gab es ja viele kleine Bereiche, über die man
letzten Endes eigentlich erst über diese Initiative dazu gekommen ist. Und das fand ich sehr schön, dass man eben nicht nur theoretisch darüber gesprochen hat, sondern es auch genutzt hat. Das ist ja doch oft ein Missverhältnis zwischen den anderen Aktivitäten, die man sonst so hat, wenn man über das Thema digitale Lernen spricht, dass man eben wirklich alles, was zur Verfügung steht, auch mal genutzt hat. Danke dir. Daniel, hast du was? Ja, also was ich sehr bezeichnend und sehr interessant fand, war, dass einmal, dass ich die Leute persönlich kennengelernt habe, aber dass ich auch gleichzeitig mit ihnen zusammen digital zusammenarbeiten musste. Und wenn wir uns vorher nicht kennengelernt hätten, dann wäre das, glaube ich, etwas schwierig gewesen, weil wir das häufig über Skype gemacht haben, also zumindest die Konferenz-Calls. Und was ich auch noch gelernt habe, ist, dass sehr viel Zeit für administrative und organisatorische Dinge drauf geht, um so einen Artikel zu schreiben, und dass man manchmal eigentlich viel mehr inhaltlich arbeiten möchte, was dann aber sozusagen Offsite, also wo wir nicht online gewesen sind, passiert ist. Und dann im Umlaufverfahren wurden dann immer die Sachen gegengecheckt. Aber ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit meiner Gruppe gewesen, in der ich auch arbeiten durfte zur Medienkompetenz. Und das nehme ich auf alle Fälle auch mit, dass es halt einfach auch möglich ist, über Distanzen hinweg mit den neuen Medien gemeinsam an neuem Wissen zu arbeiten. Und schließlich Christine, musst jetzt mal nicht objektiv sein als Koordinatorin, sondern deine Lieblingserfahrung aus der Initiative. Also ich habe gerade überlegt, wie lange wir da schon drüber sprechen, und jetzt ist es quasi fast vorbei, und ich bin, also das fällt mir jetzt total schwer, ein konkretes Ding rauszustellen. Ein Highlight war natürlich, ein Highlight war der 30.01., also die Abschlussveranstaltung, die wir zusammen gestaltet haben und die auch, ich denke, also ich habe wirklich sehr viele positive Resonanzen bekommen auf das, was gemacht worden ist und was an dem Tag passiert ist. Wir hatten interessante Keynotes und dadurch Inputs. Das war für mich ein echt schöner Tag einfach, und ich bin total gespannt auf, wenn ich endlich diesen Bericht in den Händen halten kann. Darauf freue ich mich ungemein, und auf die vielen kleinen Geschichten, die darum passiert sind. Und zum Beispiel, ich habe noch eine Einheit, ist das Streitgespräch zwischen Hannes Klöpper und Markus Daimann, was im Bericht enthalten ist, was wir auch am 8.4. nochmal thematisieren wollen, das Streitgespräch über Massive Open Online Courses. Und es war ganz interessant, dass die beiden eigentlich versucht haben, einen Text gemeinsam zu schreiben, und festgestellt haben, dass sie so unterschiedlicher Meinung sind, beziehungsweise so unterschiedlich auch von den Herangehensweisen sind, die sie auch in ihrem täglichen Arbeiten begegnen, dass es sehr schwierig für die beiden gewesen ist, obwohl sie es gerne zusammen machen wollten, einen gesamten Text zusammenzuschreiben. Und wir haben dann versucht, in der Form eines Streitgesprächs mit Fragen und Input sozusagen die Sache produktiv umzusetzen. Und es war eine sehr schöne Erfahrung, sich da auf so einer Ebene, und es lief tatsächlich nur über kollaborative Tools, am Ende, denke ich, ich habe es gestern Abend nochmal gelesen, ist wirklich ein schöner, runder Text entstanden, der zum Anregen für Nächstes reicht und weiterführen soll. Das ist so ein Highlight. Danke euch. Wir wollen gleich nochmal einen Ausblick wagen und wissen, was jetzt noch ansteht und was danach folgt, denn die Arbeit in Sachen Lernen in der digitalen Gesellschaft ist ja sicher noch nicht abgeschlossen. Davor möchte ich aber nochmal alle, die live zuschauen, ermuntern, den Chat zu nutzen, um noch Fragen zu stellen oder Kommentare einzubringen. Wir haben heute von allen Hangouts, die wir bisher gemacht haben, auf jeden Fall die größten Zuschauerzahlen im Verhältnis zu den wenigsten Chatbeiträgen. Insofern hier nochmal die Ermunterung, Fragen, Kommentare, Anmerkungen bitte einfach in den Chat, und dann behandeln wir die hier gleich. In der Zwischenzeit schauen wir nochmal kurz nach vorne. Barbara, was steht noch an, um die Initiative abzuschließen, und wie geht es dann weiter? Gut, wir haben am 8.4. haben wir das die Präsentation des Abschlussberichtes, das, was Christine eben schon angesprochen hatte, mit einem Streitgespräch von Hannes Klöpper und Markus Daimann über MOOCs.
Wir werden das Ganze dann natürlich nochmal vertiefen in der OU selber. Wie gehen wir mit den Ergebnissen weiter um? Was sollten wir künftig umsetzen? Welche Schwerpunkte werden wir da legen? Also das ist auch etwas, wo wir auch in der OU selber nochmal einfach diskutieren müssen, welche Ergebnisse sind rausgekommen. Und Christine, vielleicht kannst du da ergänzen, ob wir schon Schwerpunkte jetzt aus den Ergebnissen rausgezogen haben oder ob wir das erst nochmal in einer kleinen Gruppe vertiefen möchten. Also wir werden am 8.4. Wie gesagt, eben das so ein bisschen versuchen zusammenzubringen. Einmal den Abschlussbericht als Ende der Initiative feiern. Zum anderen ermutigen die Leute, weiterzumachen, und ich habe von einigen auch schon gehört, die sich als Expertin oder Experte innerhalb der Initiative engagiert haben, auch an den Themen, die sie da behandelt haben, weiterzumachen. Und ich denke, Open Educational Resources wird ein Thema sein, wo wir weiter sozusagen arbeiten mit den Leuten, möglichst vielen, die sich innerhalb der Initiative engagiert haben, weitermachen. Und das sind so verschiedene Schlaglichter, die man sicherlich dann ziehen kann. Also auch, denke ich, der Zukunftsgedanke, das finde ich gar nicht so verkehrt, sich in so einer kleinen Gruppe, die sich den Luxus gönnt, sich immer mal zu treffen und zu überlegen, wie könnte das Ganze in Zukunft aussehen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, an dem man weiterverfolgen kann. Und aber sonst sind wir natürlich offen für neue Themen, die in dem Zusammenhang zusammenspielen. Danke dir, Christine, danke dir, Barbara. Wir haben eine Frage im Chat. Und zwar schreibt Melanie unbekannt, wird die UHU auch einmal Medienprojekte durchführen oder bleibt sie eher theoretisch? Da Daniel jetzt lange nichts gesagt hat, frage ich ihn mal nach seiner Einschätzung. Ja, meine Einschätzung ist da sehr optimistisch, weil wir ja, vorhin habe ich das kurz erwähnt, also ich muss da die Brille meiner Gruppe aufsetzen, der Medienkompetenzgruppe, und da würden wir halt gerne, glaube ich, in die Zukunft gucken und einfach auch mal schauen, ob wir so ein Curriculum irgendwie umsetzen können, und um dann nochmal das Thema MOOCs mit aufzugreifen, ob man nicht vielleicht im Rahmen einer nächsten Initiative oder auch der ganzen Arbeitsgruppe, ob man nicht einfach sagt, wir machen zusammen einen MOOC und versuchen einer Zielgruppe pädagogischer Fachkräfte eine Dimension oder mehrere Dimensionen, Medienkompetenz, Reflexion, oder wie auch immer, das einfach mal umzusetzen und dann vielleicht in so einem 3- oder 4-wöchigen MOOC das anzubieten hier in Deutschland. Eine weitere Frage, glaube ich, die ist auch bei Daniel ganz gut aufgehoben. Christoph schreibt im Chat, Ängste im Umgang mit sozialen Medien sind das größte Hindernis bei der Etablierung digitaler Medien in Seminaren und Unterricht. Sogar medienaffine Pädagogen trauen sich da nicht ran. Soll heißen, dass praktische Trainings oder eine Begleitung bei der Installation von E-Learning in Seminaren sehr wichtig zu sein scheint. Nur Theorie und Motivation reicht nicht aus. Ja, also ganz wichtig finde ich, ist, dass man also sein eigenes Verhalten überprüft, also diese Selbstreflexion, wie stehe ich dem gegenüber, weil nur wenn ich weiß, wo ich stehe, kann ich letztendlich auch, also Selbsterkenntnis ist ja bekanntlicherweise immer der erste Schritt, um sein eigenes Verhalten zu ändern, und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass viele Leute einfach, wenn es um Seminare geht und um offene Räume, wie ja das Internet ein offener Raum ist, also alles, was ich dort tweete, was ich blogge, was ich ja, jetzt wollte ich gerade Facebook sagen, aber da hoffe ich, dass die Sicherheitseinstellungen so sind, dass es nicht jeder lesen kann, dass es sozusagen in den Äther rausposaunt wird und dort auch überall gelesen werden kann. Und ich denke aber, dass man dem begegnen kann, indem man versucht, Ängste abzubauen, indem man den Leuten auch einen geschützten Raum gibt, in dem sie miteinander arbeiten können. Also man kann ja zum Beispiel, wenn wir bei Facebook bleiben wollen, kann man dort einen geschlossenen Raum einrichten, eine Gruppe, die sozusagen nur für die Leute, die wirklich dort auch Mitglied sind, auch alles lesbar und kommentierbar ist. Gleiches kann man bei Google Groups tun. Man kann auch sich selber eine Plattform selber aufsetzen, um das zu tun, um dort erstmal Ängste abzubauen. Und ich finde, dass auch nicht alles für alle Ohren bestimmt ist. Weil ich finde, wenn man einen Diskurs in einem Seminar über heikle Themen führt, dann muss dort auch kontrovers diskutiert werden können. Und ich finde, dafür ist ein geschützter Raum sehr wichtig.
Gut, im Chat gibt es keine weiteren Fragen, fast eine Punktlandung. Ich habe am Anfang gesagt 30 bis 40 Minuten, jetzt haben wir fast 40. Eine Minute hätten wir noch, falls also noch Schlussworte bei euch sind, die über den Äther sollten, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Das Kindermädchen, ich finde es gar nicht so schlecht mit dem Kindermädchen, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie gefällt mir das ganz gut. Das Kindermädchen sagt sozusagen als... ich habe einfach nur ich möchte gerne sagen, wer Lust hat, Interesse hat, kann mich gerne kontaktieren, also auf verschiedenen Kanälen, das findet man auch schnell, denke ich, aber auch, wer Interesse hat, an den Themen weiterzuarbeiten und so weiter, der sei herzlich willkommen, nicht nur am 8.4., das kann man auch nochmal nachlesen, wir haben jetzt so oft darüber gesprochen, also nochmal, um es aufzulösen, ab 12 Uhr im Basecamp in Berlin. Das ist das eine, aber auch darüber hinaus auf verschiedenen Wegen, wir sind da auch gar nicht in der Offline-Welt begrenzt, im Gegenteil, also wer Interesse hat, gerne dabei sein und mitmachen und so weiter. Ja, es ist sozusagen nur der Anfang, der hiermit gestartet worden ist und es soll weitergehen und wir möchten gerne Anstöße schaffen und ja, das wollte ich noch sagen. Gut, dann schließe ich die Runde. Ich danke allen, die teilgenommen haben. Das waren Barbara Zimmers, das war Daniel Stemmler, das waren Christine Nah und meine Wenigkeit. Ich danke allen, die im Chat dabei waren oder die sich auch nur die Aufzeichnung angeschaut haben. Womit wir beim letzten Stichwort für dieses Video wären. Es gibt alle Fachgespräche, die wir hier als Hangout on Air geführt haben, als Video zum Nachschauen über die Seite collaboratory.de. Sind die alle zu finden. Und Christine hat es gesagt, auch wenn das jetzt eine Aufzeichnung für Sie sein sollte, kleinen Gruß in die Zukunft. Danke, dass Sie uns gefunden haben und bis zum Ende des Videos durchgehalten haben. Das Collaboratory und die Arbeit der OHU Digitale Integration und Medienkompetenz gibt es auch hoffentlich dann noch. Es wird uns freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Soweit für heute. Vielen, vielen Dank auch an Blanche Fabre, die als Frau hinter den Kulissen immer dafür sorgt, dass wir alle zu sehen und zu hören sind. Vielen Dank auch in diese Richtung. Alles Gute und tschüss.